So! Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kultusan. Guck mal, Geralt hat jetzt eine Keule. Da dachte ich auch noch, die passt ja so zu ihm. Eine Keule für den Geralt. Flamme und Feuer. Hast du eigentlich schon mal den Gin von dem Iman benutzt? Nö. Der ist zu heftig, den brauchen wir noch nicht. Der kommt so halt wie in Animes immer dann später, dann erst wenn es so brenzlig wird, kommt so immer die neue Attacke da. Wenn es halt herkommt. Ich werde es auch nicht kaufen. Juhu, Level Up! Wow. Und eine Rauchbombe gefunden. Läuft bei uns. Und da sollten wir sie hin. Was haben wir hier? Barrikade von Biblibim. Ja, das hört sich gut an. Da steht auf dem Schild. Zutritt nur mit Sondergenehmigung erlaubt. Ja. Lord McCoy. Lord McCoy. Okay, ich denke mal, die haben wir jetzt. Die Tür ist fest verschlossen. Hast du deinen Schlüssel wieder weggenommen? Nee, wir sollten dadurch ein besonderes Special. Wir brauchen, er meinte, vielleicht brauchen wir ja gar nicht, wir brauchen vielleicht den Schlüssel. Genau. Ja. Können wir eventuell, nein. Das Ding verschieben. Vielleicht in die andere Richtung. Oh, vielleicht. Die Tür verschieben. Arm auftreten. Fähigkeit auftreten. Oh, cool. Wobei, warte mal, hier, das könnte man vielleicht... Sieht so ein bisschen verdächtig aus, als wenn das ein Tunnel wäre oder so. Als könnte man das nach rechts verschieben, aber geht nicht. Nein, ich starte noch. Dann versuchen wir noch einmal hier. Nice. Was für eine... Was ist das für eine Barrikade? Vor allem... Die Kiste da oben schwebt so halb auf der Macht irgendwie. Die ja, ist voll drauf, die Kiste. Naja, die ganze Sache, die nichts. Wow, guck mal hier, man kann nichts. Die Füße. Sind wir da noch so? Ich guck gerade mal. Vielleicht kannst du den ja umhauen. Bäume, die wie Menschen aussehen. Ich sag, das ist voll die Anspielung auf Zelda. In welcher Welt sieht der aus wie ein Mensch? In der Zelda-Welt, man, da hat er sich auch in so einem Baum verwandelt. So. Oh, da sind sie ja wieder alle. Alle vereint. Skelettmann, Skelettmann, aber der da ist neu. Boah, Stalagmit haben wir neu, ne? Aber nur einer wird getroffen. Egal, das Skelett wird damit jetzt getroffen. Und Wirbelwind trifft da einfach mal so den Rest. Ja, keine Ahnung. Bam! Speerschild-Dingsbums. Das war geil. Tschüss, 56 Schaden, nicht schlecht. Oh nein, dann muss ich jetzt genau. Ja. Wie sieht's gerade mit? Oh, noch 98 hat Garrett. Der stuckt voll viel. Oh, Flammenwand ist neu. Lass mal ausprobieren. Der Dove kann am meisten einstecken. Oh, er kam nicht dazu. Der nächste Meter. Um ja. Oh, das ist die kaune Ratte Fritz. Eine kleine Ratte ist das, ja. Die irgendwie nicht mal angreift. Ja, ist ja auch die kaune Ratte Fritz. Flammenwand. So, jetzt war eine geile Vater. Flammenwand. Und der mit dem Schwert und der mit dem Speer ist der Erdbeben. Vater. Und du machst jetzt einen Blitzstrahl. Einfach cool. Weil nee, da will ich jetzt kurz sehen. Weil Dings ja auch... Jetzt sind wahrscheinlich beide tot, bevor... Ja, jetzt kann er wieder nicht sein. Doch kann er noch. Flammenwand. Bam. Epic. Das ist einfach nur so Feuer, nur ein bisschen größer. Jupp. Das ist eine fucking Flammenwand. Voll geil, Mann. So. Nochmal. Das waren die besten Emotionen bei uns. So Erdbeben und da haben sie alles ausgehauen, was wirklich war. Na, so. Boah, da haben sie auch noch einen Schatzvertrag. So ein Ohr, so ein mysteriöser Glitzerwald. Ja, mysteriöser Glitzerwald, das Mikro ist ein bisschen verrutscht. Gerade drin. Was ist los, Ivan? Wir glitzern zwei auf dem Boden. Was ist das? Nicht auf dem Boden, sondern in den Bäumen. Ne? Wuff, wuff. Oh, sie werden von Aliens entführt. Scheiße. Was geschieht? Verstand. Er fühlt sich besser als vor. Sie werden jetzt too much. Nee, sie werden jetzt geraped. Oh, Arne. Nee, Garrett nicht verstecken. Pech gehabt, Garrett. Du musst jetzt auf den Namen. Was ist das? Was fällt da vom Himmel? Das glitzert, das ist so diese Leute zu wollen. Oh, scheiße, jetzt hätten wir Bäume. Das ist weg von hier.
Wuff. Ich kann nicht, ich kann mich nicht bewegen. What the fuck? Ja klasse, müssen wir jetzt erst Bäume weiter spielen, aber wir sind kein Baum. Ja man, voll geil. Oh shit. Also, ja egal, Gareth, die Kuh steckt damit an. Ja gut, das stimmt. Auch wenn er sich in Toastbrot verwandelt würde. Wuff. No! Was ist denn sonst geschehen? Diese Barriere hat uns geschützt. Hat sie uns geschützt? Nein. Wir sind wirklich hat sie mir ständig gemacht. Wuff. Nein, ich glaube, Gareth hat recht. Oha, okay, das ist schon was, das zu sagen. Ich denke, ich weiß, dass sie so Kumpel waren. Das war unsere Synergie. Wuff. Bist du verrückt? Ja, das sagt ihr heute, das war gut. Ich habe doch gar keine Synergie eingesetzt. What? Super Mario. Ja, hey, ich kann stehen, ich kann mich wieder bewegen. Fällt ihm jetzt was auf. Keine Sorge, Ivan, mach nur, steh auf. Wuff. Das klingt ganz intelligent. Ja, das lag an den Schneeflocken, an dem Glitzerzeug, was von da kam. Das hat ihn klüger gemacht, jetzt hat er den IQ vom Baum. Wir dachten, dass man Synergie nur einsetzen kann, wenn man sich stark darauf konzentriert, oder? Nein, geht auch so. Ja, du bist ein Lügner. Als ich im Training war, habe ich meine Gedanken so stark gedacht, dass ich dachte, mir zerspringt der Kopf. Der ist schon lange zersprungen. Vielleicht ist es für dich einfacher, wenn ich Synergie einsetze. Wie auch immer, ich bin mir sicher, dass wir Synergie projiziert haben. Das muss bedeuten, dass manche Arten von Synergie ihre Wirkung nur dann entfalten, wenn sie gebraucht werden. Oh, scheiß Mann. Wie zum Beispiel, wenn man in Gefahr ist, klüger zu werden oder so. Es ist beinahe so, wie wenn uns im Kampf ein kritischer Treffer gelingt. Wir können es nicht kontrollieren, aber er gelingt uns. Wenn wir ihn brauchen, ja, nein, dann kommt er nicht. Wenn wir ihn nicht brauchen, dann kommt er. Also, nee, eigentlich passiert das nur, wenn wir ordentlich geskillt haben. Wäre es nicht großartig, wenn wir jederzeit Zugriff auf diese Kräfte hätten? Ja, nein, das wäre voll kacke, Mann. Wäre doch voll öde. Dir scheint das ja völlig egal zu sein. So sieht's aus. Oh, nochmal. Jetzt wird Gareth noch klüger. Jetzt hat er, ist er bald schon so klüger. Gareth könnte gerade noch klüger werden als Baum. Oh, shit. Oh, geil, Mann. Wuff. Ja, geht's wieder los, ey. So komplett. Eieieiei, da kriegt man ja einen epileptischen. Alter, was willst du den Affen lesen, Bene? Ist jetzt Nappe. Da war dann. Was? Okay, das den merke ich jetzt aber nicht. Milchbubi! Das ist ein Milchbubi. Der will Milchbubi lesen. Das, na los, komm, Majid, gib dir Mühe. Du hast auch den einen so geil hinbekommen. Nee, ich leg den jetzt ganz normal. Ja, so ist doch gut. Wer so sind sie? Wer sind sie? Was mögen diese? Nee, was mögen diese für Menschen sein, dass ihnen Tretz, Glanz nichts anhaben? Ich glaube, das soll ein Trotz sein. Nee, das war der Name. Ja. Sind sie hier, um uns um das Dorf mit ihren seltsamen Kräften zu retten? Die Bewohner Kolimas zu retten. Waren wir überhaupt schon mal in Kolima? Nö. Okay. Glaube ich nicht. Keine Ahnung. Zu retten wird nicht genug sein. Das ganz ehrlich, der sieht aus, als wäre er so ein Gesicht auf einem Bauch von dem Affen. Weil da so außenrum so... Wenn er jetzt kommt, ich spiele das Spiel nicht mehr weiter, weil er jetzt so mit Wir Kinder mögen das vielleicht nicht wissen, aber wir sterben. Oh, alles okay. Oder das sind die Bäume. Macht man, könnte natürlich auch so machen, ne? Ja. Ist mir gerade so aufgefallen. Egal, ist ein Affenbaum. Und wenn wir nicht mehr sind, wird auch der Wald Kolima vergehen. Passt. Geilster Baum ever, ey. Der sanftmütige König dieses Waldes. Doch langsam greift er. Wir brauchen Tod, auch genau der Texter natürlich. Und sein Herz wird entzwei gerissen.
Die dunkle Seite deiner selbst hat die Menschen von Kulma in Bäume verwandelt. Verwandelt. Der sanfte Tret spricht nicht mehr mit uns. Ja, oh. Der spricht auch. War das eine Laus? Die du gegessen hast. Oder ja. Das kann sich jeder selber denken, was das soll. Retten, die Tret in Bäume verwandelt hat, müsst ihr seine sanfte Seite wieder beleben. Jedoch gelingt es euch nicht, Tret von dem Verfall zu bewahren, werden wir alle in die Sklaverei verkauft. in der Tiefe des Waldes. Das heißt, Affe schämt euch von dem Riefiger. Gehen das ja nichts, was ihr tun könnt? Nein. Glaub ich nicht, ne? Nö, wir müssen gehen. Lieber weg. Was reicht mir auf? Momentan gibt es nicht viel, was wir tun können. Was? Also werden die Leute von Korn immer Bäume bleiben, bis sie verwelken und sterben? Jo. Das ist eine gute Idee, Mann, ey, ja, wie kannst du nur so schnell die Flinte ins Korn werfen? Aber wir haben schon keine andere Wahl, ich nicht. Aber wie können wir den gültigen Tret, den gültigen, wieder zum Vorschein bringen und das Dorf retten? Tret ihn. Tret den Tret. Ich bin jetzt wirklich absolut ratlos. Hm. Das muss ich dir was versprechen. Versprich mir, dass du alles in deiner Macht stehende tun wirst, um Kolima zu retten. Moment mal, wenn ich mal was anderes gesagt habe. Wald von Kolima. Ich guck mal, was hier ist. Da waren das noch Gegner. Das war der Kau und der Fritz. Und zwei Stück davon. Nee, die Kau und der Maus. Alter, Ivan, das war's tot. Ja, das ging heim auch nicht. Da wurde ein bisschen zu sehr durchgenebelt von den Ratten. Von den Ratten, ey. Oder von den Ratten. Oh, hier ist doch noch ein. Hammer. Na, vor ist diesen Schmuck. Oh, noch mehr Baum. Mehr Affen. Nee, das ist Kolima. Oh, und hier sind überall diese Baumtypen wohl. Ja, das sind alles Bäume. Ich will das Baumhaus, da ist ein Mensch. Gehen wir mal in den Menschen noch rein. Nee, das da ist ein Mensch. Vielleicht mal mit ihm. Kannst du nicht seine Gedanken lesen oder so ein Schmarrn? Du kannst auch Gedanken. Ja, das gucke ich mal. Das wäre aber was. Wow, nein, ich will nicht für immer ein Baum bleiben. Okay, man scheint hier quasi gar nichts machen zu. Oh! Okay, das ist interessant. Da will ich hin. Vielleicht durchs Haus? Ich guck mal, ja, durch das Haus hier unten ist natürlich unwahrscheinlich zu nerven. Guck mal, hier noch ein geiler Baum, ey. Ja, das ist aber auch nur ein Baum, ne? Ein Baum von mir. Ja, boah. Nikita würde sich freuen. Ja, ist so. Ich meine, das ist ja, untersucht das fast. Halt kann aber nichts mehr. Mein Gott, ey, dann nicht beschweren, ey. Die leben jetzt lange. Oder außer wenn sie jetzt die ganze Zeit nur rumstehen. Das Lexikon über Bäume. Das Buch beschreibt alle Arten von Bäumen und Blumen in Angara. In Angara. Ich kann mal gerade gucken. Angara. Eventuell kann man ja hier das geile Bücherregal. Luftjagen. Verschieben eigentlich, ne, kann man wohl nicht. Entweder geht's erst, wenn wir die wieder in Dings verwandelt haben, was ist das Weiße da? Das ist Blitzerzeug, was alle Bäume verwandelt. Oh cool. Untersucht den Topf, kann man nichts finden. Da ist schon noch so ein geiles Haus, das sieht so aus. Ja, ich untersuche aber erstmal noch den Topf hier. Ja? So. Oh. Immer noch nichts zu finden. Scheiße! Oh, da geht's geil hoch, da geht's noch höher. Ist ja voll heftig. Kann ich, hier ist die Top. Hier ist bestimmt was. Wow. Bam, 7 Münzen, ja, hat sich voll gelohnt hier hochzugehen. Ich habe jetzt keinen Bock von einigen Gedanken zu. Sie werden eh alle sagen, Hilfe, wir sind Bäume. Scheiße, wir sind Bäume. Oh fuck. Mann, ja, das ist toll, dass ihr wisst, dass ihr Bäume seid, aber. Wo ist der Stand da? Böe. Irgend so ein alter Sack sagt dann so, Höhe, warum hab ich den wieder? Ja, also, was? Ist voll überfordert da. So, hier ist auch wieder was dran, ich seh's. Bam! Glücksmedaillon. Nein, das Glücksmed.
Glücksfall. Glücksfall. Auf Brot erhöht es dein Glück. Auf Brot, Toast mit Butter, geile Sache. Noch Pfeffer, ein bisschen Salz, wenn man will. Aber es ist irgendwie... Ja, hier schon jemand nicht noch allzu viel machen zu können. Zwiebeln. Da kommen wir wieder raus. Ja, geht das noch. Da kommen wir weiter oder wieder raus aus der Dings. Wahrscheinlich, ja. Deswegen gucke ich hier gerade nochmal kurz den Weg ein bisschen weiter. Vielleicht finden wir da ja noch was Geiles. Ich bedarf mir die Flattern. Oh cool, eine kaputte Brücke. Die kaputte. Oh, ja. Die Brücke fordert dich zum Kampf. Oh, das ist ja leider gleich wieder Brücke. Brücke von Kunima. Selbst die taugt zunächst. Ja, kaputt, nicht hochgezogen. Oh cool, von einer. Ist ein Shortcut, geile Sache. Witzig. Ja. Okay. Oder da kommst du erst weiter, wenn du die Leute gerettet kannst. Das kann sein, deswegen. Oh, das war Zombie. Der nackte. Der nackte rote Radtomaten-Zombie. Aber warum werden die Menschen... Und da was werden wir ja nochmal? Ach, der hat sich die Unterhose. Ja, genau. Ah, das war der schmerzhafte Mann. Oh Gott, der Unterhosengeist. Da war ein Ed. Ich fordere dich heraus, dir deine Unterhose und Kopf zu ziehen, während du sie anpasst. Ja, das ist ein Challenge, ey. Bei Timmy kam das auch irgendwie oft vor. Ja, wir sehen das einfach mal. Oh, Timmy! Boah. Wir müssen jetzt so tanzen, ey. Aber synchron, bitte. Ja. Das wäre der Skit voll traurig, wenn sie nicht synchron tanzen. Ne, symmetrisch. Ja. Wenn sie synchron tanzen, dann könnten sie auch. Ach komm, klatsch ihm so ein. Tanzwettbewerb der Tomatensaufnis oder der Unterwelt. Ja, so, dann wollen wir mal den Wald hier untersuchen. Jo. Weil das andere jetzt könnten wir natürlich theoretisch machen, aber. Na, was haben wir hier für Gegner? Bienen. Kleine Scheißbienen. Okay, kleine Scheißbienen. Nicht immer den Wald. Doch, immer denselben. Na. Ach, immer wird das super. Ja. Finde ich auch. Oh, so, gucken wir erstmal hier. Geil, ein Baumstamm. Das waren alles Mädchen, die waren alle geklopft. Wenn sie wieder erlebt werden, sind sie überall leicht. Die kannst du vielleicht nach unten schieben, Alter. Musst du das mal einrücken. Ach so, meinst du so? Jo, kann ich sogar. Jetzt habe ich da den Gang zugemacht. Oh, voll das Labyrinth-mäßig hier so ein bisschen. Och, kommt, Mann. Ruf doch mal den Wind. Nee, will ich jetzt aber nicht. Wir brauchen Schutz. Erdbebenbaum. Zack, auf alle und hin. Geiler Blitzstrahl. Bam, bam. Und ein Level Up. Sehr schön. Garrett ist was. Von 100 auf 28. Da geht's nicht weiter. Mist. Boah, auf der Brücke kommt eine Scheißdrohne. Schatz. Nee, wieder. Ja. Eine Drohne, aber auch gut. Eine Drohne. Ab ins Wasser damit. Geht das bis ins Wasser? Wäre natürlich geil. Jo, geht es. Cool. Und jetzt? Nice. Okay. Das ist gut zu wissen auf jeden Fall, ja. Das stimmt wohl. So, dann wollen wir den mal. Boah, und die Scheißbiene sind wieder. Ja, die wird jetzt gegrillt. Ich wollte extra alleine. Los jetzt, ich bin hier ganz alleine. Ich geilen, muss mich foltern. Stalagniten ab und er schaut so drauf. Einfach nur angreifen. Level 7, juhu! Alter, Garrett ist jetzt auf 10 HP. Jo, mach ich gleich im Kampf. Er ist der Tank, er muss hier schlucken. Oh, was hängt denn da geil? Das gab's schon ganz oft. Ich glaub mal, dass das nichts ist. Oh, Skeletor. Junge, bam. 108 hat der aber auch, ey. Das ist auch nicht gerade ohne. Jetzt nicht recht länger, ey. Ja, glaube ich auch. Ich habe gerade mal Verteidigen gemacht. Oh, Verteidigen. Mhm.
der liegt da. Ja, du kannst ja gut. Ja, ich guck nur gerade, warum der da liegt. Den können wir nach rechts verschieben, aber. Du bist ja um 60 Grad, genau. Boah, cool. Die kleinen kaunen Flitzer und deren Feder mit Bärchen. Wirbelwind! Bam! Oh. Das sieht super aus. Greift die kleine Ratte an. Verprügelt. Ja. Boah, voll nervig. Aber ob du dieses baumelnde Ding irgendwie mit deinen Kräften da runterholen kannst, ob nicht das irgendwie heilt oder so. Die Schädel! Ja. Oder mit Wirbelwind oder so, dass du dir das dann irgendwie da runterholen kannst, die Frucht da. Die ist schon irgendwie so penetrant, wie wir da rumbauen. Ja, davon gab es schon mehrere, ne? Ja. Deswegen glaube ich jetzt nicht unbedingt, dass es was Besonderes ist. Das meinte ich eigentlich damit. Ja, ja. Ich musste gerade eben kurz überlegen. Ui. Ups. Bam! Yeah. Hast das gesehen und sogar noch im Baum versteckt, ohne dass es jemand mitbekommen hat. Ninja-mäßig, damit keine Frage bekommen kann. Wow. Scheiß Union, Vater, Peterchen Frost. Peterchen Forest. Nein, wir sind auch außerhalb des Waldes gewesen. Bam! 9 Schaden, Alter, der macht so viel Schaden, ne? Er hat die Drohne gekillt, hallo? Was war das? Mit einem Schlag, ja. Erst nach unten oder erst nach oben? Erstmal nach unten. Oh, oh, oh! Im Staudamm. Was hat der Schild? Miau, betätigt den Hebel. Geile Sache, Mann. Berühren des Schleusenhebels verbunden. Ups. Geile Schild, aber da ist der Schild so. Ups. Oh, sie haben gerade den roten Knopf aktiviert. Ich dachte schon, Bomben. Oh, was sagt dieses Schild da hinter mir? Oh, was sollen sie nicht machen? Oh. Oh, das ist toll. Oh, cool. Guck mal, da ist eine Kiste. Die will ich haben. Darauf arbeite ich eben noch hin und dann beende ich mal die Folge. Irgendwie komme ich da nicht ran, so. Vielleicht Wasser wieder anmachen. Oh, oder so. Ja, die Dinger sind immer gut versteckt. Schiebe ich erstmal einfach da, so. Oh, Rätsel, Rätsel. Ja, ich muss mal gerade überlegen. Ich muss gleich auf jeden Fall das Wasser wieder hochmachen. Das heißt, ich muss da oben irgendwie hin. Ich bin gerade am überlegen, ich weiß auch gerade nicht so. Den einen oben den rechts einen wieder runter. Den oben rechts, nein. Ja. So sollte es gehen, ne? Nee. Du hast doch noch einen anderen. Den habe ich noch, ja. Kannst du mal das Wasser wieder anmachen und gucken, wie das dann aussieht? Ja, also auf jeden Fall, den hier kann ich ja nicht von der Position. Ich kann, eventuell kann ich da die anderen dann auch noch so legen, dass ich den da verschieben kann. Vielleicht kannst du ihn auch nur bewegen, wenn das Wasser an ist, weil dann schwebt er. Ja, aber ich glaube, dass ich die gerade dann nicht bewegen kann. Ich meine mit irgendwie Magie oder so ein Kram. Gucken wir einfach mal gerade, ob wir das überhaupt... Ja, betätig den Hebel. Ja. Okay. Nee, kann ich damit nicht bewegen. Alles klar, dann muss ich gerade noch mal Wasser ablassen und noch... Erstmal Wasser ablassen. Genau. Also, ich muss auf jeden Fall über den hier rein. Das heißt, die anderen muss ich so bauen. Den erstmal wieder hoch.
Warte mal gerade kurz. Ja, erstmal den wieder. Ja, ja. Ich bin klar, ich bin nur gerade kurz. Ich wollte einen Arm gesucht. Jetzt kicken. Ups. Kiste, 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 yay! Hm. Öffnet die Truhe. Oh, Pelzmantel! Der muss jetzt was. Guck mal, wir kriegen in so einem Wald, war das toll, das kriegen wir so einen fetten Pelzmantel. Wir tragen den. Oh, Schwitz! Die Minuspunkte! Verlierst. Ja, und will seine Waffe schwingen. Seine Waffe fällt aus seinen glitschigen Händen heraus und trifft Garrett. Minus 10. Geile Keule. Da, der Pelzmantel auf 49 hoch. Er ist der Tank, ne? Also... Ja, den wir hatten am wenigsten Verteidigung einfach. Den wahrscheinlich. Den. Ja, am wenigsten Leben. Ja, Ivan. Ja, der hat echt soll er wenig. So muss ich erstmal hier... Geil, der Pelzmantel, der gefällt mir auch. Scheiße, ich würde sie eben... Warum gibt's hier einfach ein Ja, wäre einfacher, aber egal. Lässt sich nicht ändern. So, da komme ich nicht weiter. Nee, er hat gefragt, ob ich direkt anlegen möchte. Ups, habe ich ihm auch direkt angelegt. So, dann... Ups, ja, ja. Nur lange vorspulen. So. Aber so komme ich da dann so ran? Glaube nicht. Ah, reicht ja. Genau, stimmt. Da oben komme ich dann hin. So. Haben wir das auch. Aber witziges Rätsel. Ja, das ist super. Und auch gern bei Resident Evil. Die Kisten zurechtschieben, dann mit dem Wasserpegel das. So, Shortcut noch eben freigeschaltet. Und dann würde ich sagen, bevor wir das Gebiet machen, so wie der Boss oder so. Abspeichern und dann nächste Folge, nächstes Glück, würde ich sagen, oder so. Ja, ich mach noch ein bisschen weiter hier. Oh, hab jetzt gerade Bock, mal eben noch den Wald hier soweit fertig oder voll so. Dreckig. Und der dicke Baum sieht witzig aus, hätte ich fast gesagt. Ist das nicht der Affe? Das ist der schwitzende Ork mit Axt. Mit dicker Axt. Ich finde geil, wie Ben immer den Namen gibt. Der schwitzende Ork mit Tortenaxt. So. Aber der ist bestimmt schwach gegen Ben. Boah, 26 Schaden. Das ist ein Troll, Ben, aber gut. Achso. Da haben wir doch, da bist du ja. Wer seid ihr? Oh mein Gott. Ich bin einfach. Oh, seid ihr diejenigen? Die Tretzgrats wieder herstellen können und widerstehen können. Ich spüre große Wärme in euren Haus. In eurer Seele. Haha, okay. Passt ja, das fühlt sich ja bei mir gerade. Oh. Wenn ihr gekommen seid, um Tret zu retten, seid ihr zu spät. Nein! Schon bald wird Tret sterben und ohne ihn werden der indische Bauch. Ja. Geht bevor dieser weiter verfügt. Gehen wir mal weiter, ne? Okay. Ciao. Okay, haben wir ein Problem gleich. Weiter gegen die Lütz. Auch mal, das ist ja. Bisschen muss man gleich gegen den kämpfen. Geil. Der Affenbaum. Das ist ja sehr. Ja, Mann, ihr habt doch gehört, was er gesagt hat. Klettert diese verfickte Ranke hoch. Ja, aber ich wollte noch mal nicht ihn ansprechen, weil er... Kannst du auch seine Gedanken lesen? Ich will mal wissen, was der denkt. Bananen, Bananen, Wurzeln. Ah, geh aus meinem Gehirn raus. Na, guck mal, jetzt klettern wir von oben bis nach unten in sein tiefstes Inneres. Yeah. Das ist sein Darm. Okay. Ja, ist mir auch eingefallen. Aufgefallen. Oh, guck mal, der hat selbst in seinem Darm irgendwie Viecher drin. Das ist eben das ist nicht schlimm. Gut, sollte der mal was gegen machen. Ja, der nicht kacken gehen. Ja, der hat auch Probleme gehabt. Aber der war... Lieber nicht sterben. Dann gehe ich mal hier hoch. Okay. Das ging schnell, was? Guck mal, geile klebende Spinnennetze und so. Das ist nicht gut, wenn man schon Spinnennetze hat. Ja.
Oh, oh geil, ich hab beim ersten Mal sogar den richtigen Weg genommen. Wieder in die Spermien waren das. Das war nicht Spermien, der ist dann. Ganz ruhig, ich rette ihm ja den Arsch. Und den Sack auch. Nö, da mach ich lieber hier. Zack. Und du darfst normalen Angriff machen. Geisterbomben will ich verlieren. Guck mal, Ivan hat jetzt einen letzten HP angesetzt. Boah, hast du da gut gemacht, ey. So geil, ey. Wow, Ivan, ey. Warum greife ich mit Ivan eigentlich normal an? Damit seine hab nicht nachgedacht. Rettet er. Genau. Geil, voll der Ast und so. Warum ist da so eine Kugel um dich? Weil damit das die heißt, Blätter dass weggehen. Wir da durchsehen. Oh nein. No. Oh, cool. Jetzt kommt der dann witzig. Ja, du darfst normal angreifen. Hoffentlich bleiben wir noch länger bei diesem Bau. Und du darfst links hier. Die sind langsam auf dem Boden gucken. Oh, geil. Sexy Arsch. Was? Und du darfst Wirbelwind diesmal machen. Bam! Da war nichts. Wirbelwindkram kostet das auch alles PP? 6, ja. Natürlich. Müssen wir da aufpassen, ja, ich dass, dass wir das nicht für die... Nee, nee, achte ich drauf. Deswegen mache ich jetzt mit Gareth auch normale Angriffe. Dass und wir halt für mit den Boss da was haben. Ja, mache ich ein Leben einfach und ja, mit... Wir halten ja eh kaum noch was aus. Und Level Up! Oh, ups, wieder dran vorbeigelaufen. Jo. Ach, oh, eine Kiste. Was sind das für ein lila Stein? Das ist eine Spinne. Hallo, Spinne. Aber die kann ich nicht rüberspringen. Mann. Oh, da oben leuchtet was, da will ich hier. Ein bisschen zu geil, Stein. Wieder Level Up. Den Raum, wo wir vor waren, bevor wir bei den Bäumen kamen, da konnte man ja noch nach links oder rechts werfen, ob da wirklich was Tolles war. Wow. Psy-Energie-Stein, alle Psy-Energie auf. Oh cool. Du wirst vorher heilen. Ja. Wo bist du? Ja, wieder unten. Oh. Dann können wir, warte, dann können wir erstmal nach da gehen, da waren wir noch nicht. Oh, stimmt. Habe ich gar nicht bemerkt. Oh, Plasma neu. Geil. Um. 54 Schaden, ja, läuft. 54, der soll den Loch nur noch angreifen. Oha, oha! Die Mu-Spinnen machen uns fertig. Oh, ja, normal angreifen, genau das wollte ich machen. Bam, und wieder ein Level Up. Synergie. Lohnt sich nicht. So. Zuerst nach oben kurz. Tja, wenig, hier ist gar nichts. Scheiße. Da geht's noch hoch. Wo? Oder sind wir jetzt hier schon gewesen? Hier unten war ich schon. Ja. Da oben war ich schon. Ich war hier schon. Wow, boah, Sonic. Ja. Sonic mit seinem geilen Stab. Chrome. Voll der kleine Gnome kriegt erstmal Plasma in die Fresse geballert. War das halt zwei Wege, die man gehen konnte? Jo. Nein, tut er nicht. Ivan ist so ein Lappen. Ja. 60 hat er noch, aber dann kann er auch mal einen Blitzstrahl reinballern. Bam! Jo, dann holen wir uns mal die Truhe. Ups. Das ist geil, der andere. Oh.
erwachsene Träume tanzt. Gucken wir uns. Und die werden von dir an sich von das immer wieder träumen. Bam! Alle mit einem. Wir öffnen die Truhe. Heilungsring. Das sieht gut aus. Dann wollen wir doch mal schauen, was der Heilungsring geiles kann. Schnapp. Was? Schnapsperlen? Ja. Nee, Schnappperlen. Heilungsring. Du so. Ring, stellt im Kampf 70 KP wieder her. Einmal oder weiß ich nicht. Benutzen. Na ja, anlegen geht ja. Ja, angelegt. Bei Gerrit. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch so wiederbelebenmäßig. Nee, ich musste ja nochmal wieder zurück. Gehen ist leider so da. So da, ja. Träuferlos, der Bahn. Was? Ja, die kann man ja auch noch raus. Nee, ich konnte noch weiter nach oben gehen in den Holzbaum. Ja, und das zweite Loch? Das zweite Loch kannst du dann spielen. Ja, aber dafür musste ich erst noch mal weiter nach oben. Nein, das nein, im Baum drin war noch so ein Gelande, hätte ich fast gesagt, so ein Ding zum Hochklettern. Ja, mir ist nichts Besseres eingefallen, hier geht's nämlich auch nicht weiter. Da oben rechts. Mhm. Da ist die Truhe im Weg. Ja, ganz am Ende fällt man nach unten zum großen Boss. Was? Nein. Nochmal hier geile Heilung und... Eine geile Heilung. Ach komm, das ein Wirbelwind macht. Bam. Ja, zack. Jo. Genau so. Mist. Boah. Vulkan, alles klar, mal ausprobieren. Erdbeben, einmal noch. Heilung, ja, probiere ich mal aus, wie das ist. Und hier, hau noch mal Plasma raus. Die drei einfach. Boah, 59 Schaden, Leute. Und nochmal links hier. Gehe ich erst nach unten raus? Ja, komm. Doch, links gab es noch einen Ausgang, aber gut zu wissen. Hier geht es auf jeden Fall offenbar weiter. Auf jeden Fall offenbar. Mhm. Oh, genau, das sind große sortiert, sind sie nicht toll. Oh ja. Also darauf sind sie auch ziemlich stolz. Ja, oh, die haben wir sind bekommen, ja. Yeah. Unser Auftritt war perfekt. Und dann muss der Rest. Oh. Jupp, ich gehe erstmal links raus, weil ich glaube, da geht's, hier geht's weiter. Ups. Und ganz im Wetter nochmal. Nee, aber komm, was? Voll verprügelt von drei Leuten eigentlich. Da ist eine Truhe, da ist eine Truhe. Wo? Geh nochmal zurück. Nee, da ist nichts. Da auch jetzt. Nee, jetzt wäre es cooler gekommen, wäre in der Mitte und die beiden hätten den Mann neben ihm schon. Da haben sie jetzt ein bisschen verkackt. Lass mal einfach mal. Bam. Moment, da leuchten. Hä? Jetzt wieder, guck mal, als wenn da irgendwas wo? Was Orangenes da wäre. Achso, da. Ja, ne, dann ja, das sind die Blätter. Weg, ne? Das ist komisch, was du jetzt von der Truhe da kommt. Die haben es nicht hinbekommen. So, ne, die haben total verkackt. Ja, wir haben sie mittendrin gestört, Mann. Als hätten die es bestimmt. Jetzt kommt dann, hast du da hin oder was? Nein, noch nichts. Nein! Ja, was ist tot. Das ist blöd. Hast du nicht irgendein
Wiederbelebungsding, das hast du. Weil. Eins haben wir auf jeden Fall. Ja, kann sein, keine Ahnung. Das hat Geld, glaube ich, Gabriel hat verloren. Nein! Nein, weiter. Lebenswasser. Ja. Brauchen wir wohl auch. Belebt besiegte Feinde, was? Oh nein! Ha, diesmal stehen wir in der richtigen Formation. Ja, klasse. Dann. Oh, hast du gehört? Das war voll heilig, Mann. Das ist schon komplizierter hochzugehen. Ja, irgendwie wollte der nicht. Oh, so 5 von denen, oh. Ich wollte die ganze Zeit angucken. Aber guck dir doch an, da. Von hier komme ich da gar nicht hin, so wie es aussieht. Lass mal wieder zurück. Ja, ich weiß jetzt, wie ich das machen muss. Mhm. Wow. Kann man ja mit seinem mysteriösen Oberschnatz den Angriff, und dann noch fertig sein. Und er soll normal angreifen. So. Colin Garrett, ups. Er nimmt sein Schädel als Keule. Ja, also so wie es aussieht, scheint es hier tatsächlich weiter zu gehen und nicht unten. Unten kommt man, glaube ich, nur an die Truhe ran. Boah, das der Sonic Mega Man war hier. Oh, läuft noch, sind wir gerade wieder abgelevelt. Mhm. So. Das Speichern vorspult. Ja, das weiß gibt es nicht schon, oder was? So, ist hier rechts. Ah, du kannst. Ach, hast du sicher schon gesehen. Hä? Da war auch, da kommst du auch wieder in den Baum rein. Ja, das ist die andere Seite, da ist dann die Truhe. Ja, das war auch der Plan, Digga. Ist doch voll cool. Na komm, klatsch den Knien mal einer. Hat nicht geklappt, was? Oh, du Spaßpicke jetzt. Und wieder ein Level Up. Ich hab keine Ahnung für wen, aber wieder ein Level Up. Oh, ja, das ist ja nochmal ein Dungeon. Mach doch Vulkan. Bei Changer. Ein Cluster. Der scheint auch Plasma zu können. Die war nutz für Schaden, bam. Scheiße, Miau ist schon wieder tot. Ja. Garrett hat es geschafft, glaube ich, ihn zu besiegen, wenn ich es richtig jetzt erkannt habe. Oder ist er wirklich? Doch, da ist er doch. Ist das nee, das ist böse. Wo waren denn hier? Nee, da waren Jens. Warte nochmal. Wie kommen wir nochmal alle sehen? Weiß ich gerade auch nicht mehr. Stark ist, glaube ich. Das ist er doch. Nein. Nein, das ist er. Nee, haben wir nicht. Ja. Kannst du nochmal den Speicher schon? Ja, mal ja. Kann man das? Keine Ahnung. Aber aus an. Ja, wahrscheinlich, ne? Na ja, egal, dann, das ist jetzt ja... Er hat sich auf jeden Fall angeboten, das so zu machen. Deswegen beende ich einfach die Folge, kann einer von den Knechten sich gleich damit rumknechten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, ciao.